Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen wieder zurück hier live aus dem Tondittmar-Palais. Sehen wir jetzt gleich den zweiten Vortrag des heutigen Tages. Ich begrüße sehr herzlich unsere heutige Rednerin, Johanna Berger. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Johanna Berger hat in Regensburg Bachelor Physik studiert. Sie studiert jetzt gerade im Masterstudium. So schaut man also zum Beispiel aus, wenn man Studentin ist. Ich mache ja hier auch immer wieder ein bisschen Werbung für unsere Fakultät und möchte gerne doch einige von euch dann in 1, 2, 3 Jahren auch bei uns an der Universität sehen. Darum macht man ein bisschen Werbung für die Physik. Johanna ist dahingehend eine besondere Frau, weil sie die Kälte liebt. Und sie wird uns jetzt auch gleich erklären, was flüssige Luft mit Quantenphysik zu tun hat. Ich glaube, da können wir sehr gespannt sein. Genau, vielen Dank für die nette Vorstellung. Wie gesagt, ich studiere Physik, ich mache gerade meine Masterarbeit und im Labor arbeite ich bei ganz tiefen Temperaturen. Ganz tiefe Temperaturen sind dabei richtig, richtig kalt. Aber warum will ich das eigentlich machen? Das eine ist, damit die Messungen störungsarmer funktionieren. Wenn wir Wärme haben, dann kommt sowas, das nennt sich thermisches Rauschen, das verschlechtert unsere Daten und das wird weniger, wenn wir bei tiefen Temperaturen messen. Aber noch viel, viel spannender ist, was passiert, wenn wir Materie abkühlen. Also wie verhält sich Materie bei verschiedenen Temperaturen und insbesondere, wenn wir zu ganz immer weiter tieferen Temperaturen gehen. Und die Frage ist, ob es dann vielleicht neue Zustände gibt, ob das Material sich so verändert, dass es ganz anders ist, als es vorher war und ob das Material neue Effekte zeigt. Und aus dem Alltag kennen wir auch, dass sich Material mit der Temperatur verändert. Wenn wir uns zum Beispiel Wasser anschauen, Wasser bei Raumtemperatur bei 20 Grad Celsius hier ungefähr ist flüssig. Das kennt jeder. Wenn wir das Wasser jetzt in einen Kochtopf geben, Wärme zuführen, dann fängt unser Wasser an zu kochen, zu sieden und wir wechseln von diesem flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand. Wir haben plötzlich Wasserdampf, die Wassermoleküle sind voneinander getrennt und wir haben einzelne Wasserdampfpartikel. In die andere Richtung funktioniert es genauso. Wir können unser Wasser in eine Gefrierform geben, also zum Beispiel in eine Eiswürfelform. Wir können die in das Gefrierfach legen und abkühlen, also Wärme von unserem Wasser wegnehmen und dabei erstarrt das Wasser und wir gehen in den festen Zustand von unserem Wasser über, zu Eis. Und das Ganze passiert bei verschiedenen Temperaturen und immer wenn wir einen Wechsel von zum Beispiel flüssig zu gasförmig haben oder von flüssig zu fest, dann spricht man davon, dass wir eine Art Phasenübergang haben. Den können wir noch genauer benennen, und zwar, wenn wir beim gasförmigen starten, wenn es wieder flüssig wird, zum Beispiel, wenn wir geduscht haben und der Raum voller Wasserdampf war, dann sehen wir, dass der Wasserdampf an unseren Glasscheiben wieder kondensiert und wir wieder flüssige Wassertropfen bekommen. Das nennt man Kondensieren. Wenn wir das Ganze dann erstarren lassen, dann gefriert es und in die andere Richtung können wir Eis schmelzen. Das ergibt uns dann den Schmelzpunkt, bei Wasser ist der bei 0 Grad Celsius und wir können das Wasser erhitzen und dann fängt es an zu sieden. Aber warum genau funktioniert das eigentlich? Und da können wir uns anschauen, was Temperatur mit der Bewegung zu tun hat. Wir können uns unsere Materie vorstellen als kleine Teilchen, zum Beispiel diese kleinen Kugeln. Und diese kleinen Kugeln können sich bewegen. Und von der Bewegung von diesen kleinen Kugeln können wir eine Energie ausrechnen, die sogenannte kinetische Energie oder Bewegungsenergie. Vielleicht kennen manche schon die Formel 1/2 mv². V ist die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir eine Geschwindigkeit von unseren Teilchen haben, ergibt uns das genau eine Energie. Und aus dieser Energie können wir eine Temperatur berechnen. Da gibt es einen festen Zusammenhang, der nennt sich Gleichverteilungssatz. Genau, und wir sehen, Energie ist Temperatur und mehr oder weniger ist Temperatur die Bewegung von unseren Teilchen. Jetzt können wir uns anschauen, was in unseren Teilchen passiert, wenn wir unser Wasser haben. Wenn wir gasförmig haben, sind unsere Teilchen weit auseinander weg. Wir können, wenn wir das Wasser in einen Behälter, das Gas in einen Behälter tun, können die Teilchen nach raus sich bewegen.
Die Flüssigkeit ist in dem Behälter, der Abstand von den Teilchen ist immer noch groß, aber sie sind schon etwas näher zusammen und im Festkörper bleibt unser Teilchen in unserem Behältnis. Wenn wir uns jetzt also das Gas anschauen, haben wir einzelne kleine Teilchen, die sich zufällig irgendwie bewegen. Und dadurch, dass sie sich bewegen, kann unser Gas die Form beliebig ändern. Also wir haben ein veränderliches Volumen. Es kann sich überall hin bewegen, wo es Platz hat, und es kann die Form verändern. Und aus der Bewegung von unseren einzelnen Gasteilchen können wir die Temperatur bestimmen. Und bei dem Gas wissen wir, ist bei Wasser die Temperatur höher als beim Flüssigen. Das heißt, wenn wir jetzt die Temperatur verringern, erwarten wir, dadurch, dass die Temperatur mit der Geschwindigkeit zusammenhängt, dass die Geschwindigkeit von den Teilchen abnimmt. Und das passiert auch. Und wenn die Temperatur von unseren Teilchen abnimmt, die Geschwindigkeit von unseren Teilchen abnimmt, werden die Teilchen irgendwann so langsam, dass sie sich gegenseitig fühlen können. Und dieses gegenseitig fühlen können ist sowas wie eine anziehende Kraft, die zwischen den Teilchen wirkt und die Teilchen aneinander bindet. Und das bewirkt, dass wenn sich die Teilchen jetzt bewegen, also nochmal zu sehen, die bewegen sich entlang von diesen roten Pfeilen, entlang ihrer Geschwindigkeit, dann verformen sie sich, also verformen sie dieses Gitter, das hier rosa eingezeichnet ist. Und das liegt daran, dass diese Anziehungskraft recht schwach ist. Das heißt, die Teilchen können sich so bewegen, dass diese Anziehungskräfte zwar wirken, aber sie sich noch recht frei bewegen können. Und deshalb hat Wasser eine veränderliche Form, aber dadurch, dass die Teilchen aneinander gebunden sind, ein festes Volumen. Und wieder aus der Geschwindigkeit können wir die Temperatur berechnen. Was passiert ist also, wenn wir noch weiter mit der Temperatur runtergehen, dann sind irgendwann die Teilchen so langsam, dass diese Wechselwirkung zwischen den Teilchen so viel stärker wird als die Bewegung. Das heißt, die Teilchen werden sowas wie eingefangen von dieser Anziehungskraft. Und wir sehen, wenn wir dieses Teilchen hier anschauen, das wird in jede Richtung gleich stark von den Nachbarn angezogen und deshalb sitzt es fest an einem Platz in dem Gitter. Und was wir bekommen, ist im Festkörper eine feste Gitterstruktur, an der unsere Atome sitzen. Jetzt können wir uns fragen, okay, die sitzen jetzt an einem Platz, jetzt haben wir doch keine Bewegung mehr, wieso können wir dann Festkörper haben, die unterschiedliche Temperaturen haben? Und das liegt daran, dass diese Teilchen, die Atome oder Moleküle, nicht fest an diesem Platz sitzen, sondern die können ausgelenkt werden. Ähnlich wie bei einer Feder können die dann hin und her schwingen. Also diese Anziehungskräfte zwischen den Teilchen ist nicht starr, sondern das sind eher so Federn und die Teilchen können dann hin und her schwingen und diese Schwingbewegung führt dann dazu, dass wir eine Temperatur haben. Okay, und wenn wir jetzt die Temperatur noch weiter absenken, muss diese Schwingbewegung weiter abnehmen. Das heißt, die Amplitude, wie das hin und her schwingt, wird immer kleiner, je niedriger wir die Temperatur machen. Und jetzt können wir uns fragen, gibt es dafür eine Grenze? Irgendwann müssen wir ja die Temperatur so weit abgekühlt haben, dass sich die Teilchen nicht mehr bewegen können, oder? Und dasselbe hat sich der Lord Kelvin gefragt und er hat dann eine neue Temperaturskala erfunden oder definiert. Und er definiert den Nullpunkt dieser neuen Temperaturskala als absoluten Nullpunkt, als den Punkt, ab dem sich die Teilchen nicht mehr bewegen können. Und was wir aus dem Alltag kennen, ist die Celsius-Skala. Und die Celsius-Skala ist 0, da wo Wasser gefriert. Und wir bekommen 100 Grad Celsius für das kochende Wasser, weil der Abstand zwischen gefroren und kochendem Wasser in 100 gleichmäßige Teile eingeteilt worden ist. Wir können das ineinander umrechnen und wir sehen, 0 Grad Celsius sind ziemlich viele Kelvin, 273, das ist eine ziemlich große Zahl. Das heißt, umgekehrt, wenn wir zu diesem absoluten Nullpunkt runter wollen, wo die Teilchen sich nicht mehr bewegen können, müssen wir eine enorm niedrige Temperatur erreichen. Das heißt, wir brauchen, genau, also dieser absolute Nullpunkt ist extrem, extrem kalt. Okay, wir haben gesehen, wir haben verschiedene Zustände, die unser Wasser zum Beispiel einnehmen kann mit der Temperatur. Was passiert mit anderen Sachen als Wasser? Was passiert zum Beispiel mit der Luft, wenn wir die Luft abkühlen? Die Luft besteht aus Sauerstoff und Stickstoff. Und das erste Gas, was wir uns anschauen wollen, ist Sauerstoff, O2. Es kommt zu 21% in der Luft vor.
Und man kann Sauerstoff tatsächlich abkühlen, und zwar so weit, dass es irgendwann flüssig wird. Das heißt, wir bekommen denselben Übergang wie beim Wasser und unser flüssiger Sauerstoff aus der Luft wird unser gasförmiger Sauerstoff aus der Luft wird plötzlich flüssig. Wir sehen hier in diesem Reagenzglas flüssigen Sauerstoff und dieser Sauerstoff ist extrem kalt. Sauerstoff wird nämlich flüssig bei einer Temperatur von 90 Kelvin, was minus 182 Grad Celsius sind, also extrem wenig. Es ist in etwa fast das Doppelte, wie was man braucht, um von gefrorenem Wasser zu kochendem Wasser zu kommen und das in die tiefere Richtung, also richtig, richtig kalt. Und was interessant ist, ist, dass wenn wir unsere Gase verflüssigt haben, dass das Volumen viel, 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 viel kleiner wird. Das heißt umgedreht, wenn wir einen Liter von diesem flüssigen Sauerstoff wieder gasförmig machen müssen, wollen, zum Beispiel dadurch, dass es sich erwärmt, dann dehnt sich das Gas extrem aus und zwar so stark, dass wir von einem Liter flüssigen Sauerstoff 840 Liter gasförmigen Sauerstoff bekommen. Also extrem viel. Genau, und Sauerstoff, flüssiger Sauerstoff hat noch eine ganz besondere Eigenschaft und zwar ist er paramagnetisch. Was heißt es? Paramagnetische Materialien oder magnetische Materialien können von den Magneten beeinflusst werden. Wenn wir jetzt hier also unseren Magneten haben und da flüssigen Sauerstoff durchschütten, dann wird er dieses Magnetfeld fühlen und darauf reagieren. Und das können wir uns in diesem kleinen Video kurz anschauen. Und zwar sehen wir hier, wie jetzt gleich flüssiger Sauerstoff, durch unsere Magneten durchgeschüttet wird. Wir sehen, dass dieser flüssige Sauerstoff hier hängen bleibt. Und dieser Sauerstoff reagiert natürlich mit der Luft und wird durch die umliegende Luft, weil die eine Temperatur hat, erhitzt und dadurch verdampft es. Und was wir hier sehen, ist dieser Wasserdampf oder dieser Dampf von dem sich wieder erhitzenden flüssigen Sauerstoff, aber was wir auch sehen, ist, dieser Sauerstoff wird von den Magneten festgehalten, dadurch, dass er magnetisch ist. Und das ist was Besonderes ist, können wir uns anschauen, wenn wir uns noch ein anderes Gas anschauen, das ebenfalls flüssig wird, und zwar Stickstoff. Stickstoff wird dabei bei einer niedrigeren Temperatur flüssig, also wir müssen noch mehr Energie aus unserem System nehmen, die Teilchen noch langsamer machen, damit der Stickstoff flüssig wird. Und dieser flüssige Stickstoff ist nicht magnetisch. Das können wir auch in diesem Video sehen. Wenn wir jetzt also flüssigen Stickstoff durch unsere Magneten durchschütten, dann fließt er einfach durch. Der fühlt die Magneten nicht. Und wir sehen, das ist wirklich eine Flüssigkeit, die hier rauskommt. Und das finde ich jetzt ziemlich beeindruckend. Das ist Luft, die flüssig geworden ist. Und nochmal im Vergleich dazu können wir uns nochmal den Sauerstoff anschauen. Der bleibt wirklich zwischen unseren Magneten hängen, was unser magnetischer Zustand von unserem flüssigen Sauerstoff ist. Also Luft, wenn wir abkühlen, ist ziemlich spannend. Es wird flüssig und es kann zum Beispiel beim Sauerstoff magnetisch werden. Dann möchte ich euch noch ein Gas zeigen, und zwar Helium. Das Besondere bei Helium ist extrem leicht und Helium hat auch eine extrem niedrige Temperatur, ab der es flüssig wird. Und zwar liegt da die Temperatur bei 4,15 Kelvin oder minus 269 Grad Celsius. Und wir sehen, es ist nur 4 Kelvin von unserem absoluten Temperaturnullpunkt weg, bei der Temperatur, ab der sich keine Teilchen mehr bewegen können. Und deshalb ist Helium besonders wichtig in der Forschung als Ausgangspunkt, um noch tiefere Temperaturen zu erreichen. Jetzt habe ich lange über Temperaturen geredet. Was sieht man denn jetzt eigentlich bei so tiefen Temperaturen? Und ich habe gesagt, es geht um Quanteneffekte. Nicht erschrecken, es wird jetzt nicht allzu theoretisch. Nur kurz die wichtigsten Sachen, was wir brauchen. Wenn wir ein Teilchen haben, können wir das beschreiben über wo befindet es sich? Also ich stehe jetzt zum Beispiel hier, ich könnte aber auch hier rüber gehen. Also der Ort ist wichtig, dann mit welcher Geschwindigkeit bewege ich mich, das ist wichtig. Dann die Energie, die ein Teilchen hat,
Ich hätte zum Beispiel mehr Energie, wenn ich auf dem Tisch stehe, weil es dann eine potenzielle Energie dazu gibt, zu der Bewegungsenergie. Und dann gibt es noch etwas, das ist die Ladung. Elektronen sind zum Beispiel negativ geladen. Und dann gibt es sowas wie eine magnetische Ladung, den Spin, der auch noch wichtig ist. Aber da muss man jetzt nicht so genau drauf eingehen. Wichtig ist nur, dass man unterscheiden kann. Je nach Spin kann man zwei Teilchenarten unterscheiden, und zwar Bosonen und Fermionen. Okay, wenn man das alles über Teilchen weiß, dann weiß man, in welchem Zustand dieses Teilchen ist. Und jetzt habe ich gesagt, wir stellen uns die Teilchen gerne als Teilchen vor, also als so Kugeln. Aber eigentlich ist es nicht so hundertprozentig richtig. Denn dass wir uns die Teilchen als Kugeln vorstellen, ist nur eine Näherung. Und in der Quantenmechanik passiert jetzt was ganz Verrücktes. Wir stellen uns diese Teilchen nicht mehr als Kugeln, sondern auch als Bällen dar. Und dabei ist wichtig, bei Kugeln könnte man mehrere nicht an einen Ort packen. Bei Wellen funktioniert das durchaus. Und das ist jetzt wichtig, um was zu erklären. Und zwar, wenn wir uns einen von unseren beiden Teilchengruppen anschauen, die Bosonen, und die als Teilchen sehen, können wir die auch als Wellen sehen. Okay, und wenn wir jetzt die Bosonen immer näher zusammenrutschen, also die Temperatur zwischen unseren Teilchen immer kleiner machen, rutschen die immer näher zusammen. Und dann sehen wir, gibt es irgendwann eine Temperatur, ab der unsere Bosonen plötzlich anfangen, sich zu überlappen. Und deshalb ist es schwierig, in einem Teilchenmodell zu reden, weil hier kann man sich schwer vorstellen, dass diese Kugeln, diese starren Kugeln wirklich an einem und demselben Ort sein können. Und deshalb wechselt man dieses Bild von den Wellen. Die Wellen, wenn sie sich anfangen zu überlagern, dann addiert man die Wellen auf und man bekommt eine einzelne Welle, die dann alle drei zusammen beschreibt. Und das passiert jetzt zum Beispiel in einem Bose-Einstein-Kondensat. Wenn wir zu ganz, ganz tiefen Temperaturen gehen, dann fangen diese Teilchengruppe, die Bosonen an, plötzlich alle an denselben Ort zu wandern, sich komplett zu überlagern, und wir können das auch sehen. Und zwar kann man das messen, indem man sich die Dichte im Raum anschaut, und das ist erstmals gemacht worden 1995 mit Rubidium und das Ganze bei 170 Nanokelvin. 170 Nanokelvin, Nano. Ich weiß nicht, ob das jemandem ein Begriff ist. Es gibt Millimeter, das ist sehr, sehr viel kleiner als Meter. Es gibt Mikrometer, nochmal sehr viel kleiner. Und dann gibt es irgendwann Nanometer. Das sind 9 Nullen, die man wegnehmen muss, also 9 Stellen, um die man die 1 verschieben muss, um dorthin zu kommen. Er ist extrem nah an diesem absoluten Nullpunkt, wo dann die Teilchen sich plötzlich alle an einem Ort befinden und anfangen, sich wie ein einzelnes Teilchen zu benehmen. Was ziemlich spannend ist, finde ich. Was ist jetzt mit diesen anderen Teilchen, diesen komischen Fermionen, die ich genannt habe? Es funktioniert leider nicht mit den Fermionen, denn die Fermionen stoßen sich gegenseitig ab, die mögen sich nicht so gerne. Und deshalb können die nie gleichzeitig an einem und demselben Ort sein und bilden deshalb nicht diesen neuen Zustand, dieses Bose-Einstein-Kondensat, wo alle Teilchen an einem Ort sind und sich wie ein Teilchen bewegen. Okay. Was gibt es noch bei tiefen Temperaturen? Helium, wenn man abkühlt, ist dann irgendwann nicht nur flüssig, sondern hat plötzlich diesen neuen Zustand, Suprafluid heißt der. Und das ist ein neuer Phasenübergang, also eine neue Phase, die Helium machen kann. Und ähnlich wie wenn wir vom Gasförmigen ins Flüssige gehen, vom Siedepunkt, gibt es einen Punkt, wo wir von flüssig zu Suprafluid gehen können, den nennt man einfach Lambda-Punkt. Und der ist bei 2,17 Kelvin oder minus 270 Grad Celsius, was dann nur noch 2 Grad über dem absoluten Nullpunkt ist. Und dieses suprafluide Helium hat jetzt coole Eigenschaften, und zwar können sich die Teilchen in diesem suprafluiden Helium völlig ohne Reibung bewegen. Ist das was Besonderes? Ja. Und zwar in einem normalen Material hat man immer Wechselwirkung zwischen den Teilchen, also immer Reibung. Und wenn diese Reibung plötzlich verschwindet, dann kann man coole neue Effekte beobachten. Ein Effekt ist zum Beispiel der Onnes-Effekt und der Springbrunnen-Effekt, den ich euch beide jetzt dann auch gleich in einem Video zeigen werde. Und was noch spannend ist, ist, dass
man nahezu ideale Leitfähigkeit hat. Das heißt, man kann keine Temperaturunterschiede mehr in diesem suprafluiden Material bekommen. Das heißt, wenn man versucht, es an einem Punkt zu erwärmen, dann wechselt es ziemlich schnell die Phase und wird wieder normal flüssiges Helium. Okay, dieser Onnes-Effekt, was ist denn das? Wir hatten vorher gesagt, wenn wir uns eine Flüssigkeit vorstellen, haben wir Teilchen, die spüren einander, die ziehen einander an. Und diese Anziehung zwischen den gleichen Teilchen kann man auch als Kohäsion beschreiben. Dadurch, dass jetzt im Suprafluid also keine Reibung mehr existiert zwischen den Teilchen, ist diese Anziehungskraft zwischen den gleichen Teilchen extrem schwach. Und vergleichsweise die Anziehung zwischen verschiedenen Teilchen, die es zum Beispiel auch im Wasser gibt, wenn wir Wasser in einen Messbecher geben, dann sehen wir, dass das Wasser leicht an den Rändern die Wand hochläuft. Das ist, weil sich das Wasser an dem Glas festhält, eine Anziehungskraft zwischen Wasser und Glas plötzlich auch da ist, die wird viel, viel stärker. Und was passiert, ist, dass dadurch, dass das im suprafluiden Helium so viel stärker verstärkt ist, dass ein dünner Film von suprafluidem Helium, also das blaue hier, auch entlang von der ganzen Oberfläche von einem Gefäß entlang kriechen kann. Also zum Beispiel auch oben an der Decke plötzlich sein kann, wo es eigentlich ja wegen der Gravitation nicht sein sollte. Und es kann auch über die Wände in ein Gefäß reinkriechen. Das Ganze kann man auch beobachten im Experiment. Und zwar, wenn wir hier in unser superfluides Helium eine Schale eintauchen und die mit superflüssigem Helium füllen und wieder herausziehen, dann sehen wir, dass erstmal Helium runtertropft. Okay, nichts Besonderes. Jetzt habe ich erwähnt, dass superfluides Helium gut erhitzt, also wenn es erhitzt wird, sofort die Phase wechselt. Wenn wir jetzt das Licht einschalten und unser Helium nicht mehr superfluid ist, sondern normales flüssiges Helium, dann kann es nicht mehr über die Ränder klettern. Das heißt, es hört auf zu tropfen. Und wenn wir jetzt wieder das Licht ausschalten, dann kann superfluides Helium, was im Inneren von unserer Schale ist, wieder über die Ränder raus fließen und raustropfen. Genau, das Ganze nennt man Onnes-Effekt. Und es finde ich ziemlich cool, dass das superfluide Helium einfach überall hinfließen kann, ohne Widerstand. Und der nächste Effekt ist der sogenannte Springbrunnen-Effekt. Wenn wir eine Membran haben, da sind lauter kleine Löcher drin, die für normales Helium, das kann da nicht durch, das passt da nicht durch. Aber superflüssiges Helium hat so wenig Widerstand, dass es da einfach durchmarschieren kann und deshalb diesen Behälter von unten füllen kann. Wenn wir jetzt Licht einschalten und wieder das Helium zwingen, von diesem superflüssigen Zustand zurückzugehen, dann haben wir hier drinnen plötzlich wieder normalflüssiges Helium, aber das superflüssige Helium fließt trotzdem von unten ungehindert nach. Das heißt, es baut sich hier ein Druck auf und was man sieht, ist dadurch, dass da so hoher Druck ist, schießt das flüssige Helium oben wie eine Fontäne heraus. Und das hat man auch beobachtet. Genau, das war nochmal die Schale. Und jetzt haben wir dieses Gefäß, wo diese Membran ist. Sobald wir das Licht einschalten, haben wir eine Fontäne. Sobald wir das Licht wieder ausschalten, haben wir nur das superflüssige Helium, keinen zusätzlichen Druck durch das normalflüssige Helium. Die Fontäne ist weg. Und die Fontäne kommt wieder, wenn wir das superflüssige Helium wieder in normalflüssiges Helium umwandeln und den Druck erhöhen. Okay, soweit zur Suprafluidität. Und warum hat man das? Wir hatten vorher gesagt, schon mal was von der Bose-Einstein-Kondensation gehört, wo sich Teilchen wie ein einzelnes Teilchen benehmen können. Und sowas findet man im Suprafluid tatsächlich auch. Man hat ausgerechnet, dass dann nicht alle Teilchen in diesem Zustand sind, sondern nur ein bestimmter Teil. Und dieser bestimmte Teil kann sich dann reibungsfrei durch das Medium bewegen und deshalb haben wir keinen Widerstand zwischen den Teilchen. Okay, jetzt haben wir über Teilchen gesprochen. Was ist denn mit einem Widerstand, wenn wir eine Temperatur haben? Wenn wir ein normales Metall haben, können wir den Widerstand vom Metall messen.
indem wir Strom durch unser Metall durchschicken und messen, was die Spannung macht und dann über das Ohmsche Gesetz den Widerstand ausrechnen. Und wir können, wenn wir bei einer bestimmten Temperatur anfangen, den Widerstand aufnehmen und sehen, wenn wir abkühlen, nimmt der Widerstand ab. Und wieso? Das liegt daran, dass wir einen elektrischen Widerstand bekommen, weil die Teilchen gegen unsere Atome stoßen in unserem Gitter. Und dadurch, dass die schwingen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Atom treffen, noch viel, viel größer ist. Und wenn wir jetzt aber die Temperatur wieder weiter verringern, nimmt die Schwingung im Atom ab und die Elektronen können leichter durch, weil sie nicht so schnell mit einem schwingenden Atom zusammenstoßen. Und dadurch bekommen wir dann eine Linie vom Widerstand gegen die Temperatur. Und wir sehen, wir hätten null Widerstand, wenn wir bei null Temperatur sind. Das wäre ja ziemlich cool, nur ist es extrem schwierig, zu diesem absoluten Nullpunkt hinzukommen. Was man jetzt beobachtet hat im Supraleiter, wenn wir den Widerstand plotten, also aufnehmen, haben wir am Anfang auch wieder einen normalen Widerstand, der abnimmt und plötzlich schon bei einer endlichen Temperatur plötzlich keinen Widerstand mehr. Und ab der Temperatur, bei der das passiert, ist so eine sogenannte kritische Temperatur, unter der wir keinen Widerstand mehr haben. Und warum ist es so? Unsere Elektronen stoßen sich ja eigentlich ab und können deshalb nicht in diesen Bose-Einstein-Kondensatzustand, den wir schon öfter mal gehört haben, rein, oder? Unsere Elektronen können wir anschauen wie zwei Fermionen. Aber was jetzt passiert ist, wenn wir unsere Elektronen durch unser Gitter schicken, unser Gitter hat positive Ladungen und unser Elektron negative, dass das Elektron das positive Gitter anfängt anzuziehen und dadurch das Gitter verformt wird. Und dann spürt das andere Elektron was Positives, wird also beschleunigt, der Abstand zwischen den Elektronen nimmt ab. Und eigentlich sollten sich doch die Elektronen abstoßen, aber dadurch, dass durch diesen positiven Vermittler die Elektronen sich plötzlich anziehen, können die beiden aneinander koppeln. Wir bekommen dann keine Fermionen, sondern ein Boson, ein sogenanntes Cooper-Paar. Das kann ein Bose-Einstein-Kondensat bilden. Also alle von diesen Cooper-Paaren können in denselben Zustand zurückgehen. Und dann kann das reibungsfrei durch das Material sich durchbewegen. Und dadurch bekommen wir verlustfreien Stromtransport. Ein anderer cooler Effekt ist im Supraleiter, dass wir einen idealen Diamagneten haben. Das heißt, wenn wir ein Magnetfeld anschalten, dann kann es normalerweise durch das Metall durch. Aber wenn wir supraleitend werden, muss das Magnetfeld außenrum gehen. Und das sorgt dafür, dass wir zum Beispiel über einem Supraleiter einen Magnet schweben lassen können. Das Ganze kann man sich drüben in dem Versuchszelt auch in einem Stand anschauen und sich mit eigenen Augen selber überzeugen, dass Supraleiter den Magnet abstoßen und der dann fliegen kann. Okay, das wäre dann eigentlich auch schon das Ende. Was wir gesehen haben, ist, wenn wir nahe den absoluten Nullpunkt gehen, also immer und immer weiter abkühlen, dann haben wir, dass unser Material sich stark verändert. Wir bekommen neue Zustände in unserem Material und so ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat, wo sich dann plötzlich alle Teilchen, es gibt ja viele Teilchen im Material, plötzlich wie ein einziges verhalten und dadurch, dass sie sich wie ein einzelnes verhalten, plötzlich keinen Widerstand mehr spüren. Und das sorgt dafür, dass im Suprafluid widerstandsfreier Teilchentransport möglich wird und im Supraleiter wir widerstandsfreien Ladungstransport haben können. Okay, vielen Dank. Gibt es irgendwelche Fragen? Vielen Dank an dich, Johanna. Das war ein wirklich, finde ich jedenfalls, sehr, sehr anschaulicher Vortrag. Ich fand das ganz toll erklärt. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen Zeit noch für eine Fragerunde. Das waren jetzt sehr, sehr spannende Effekte, die wir hier kennengelernt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, da gibt es tatsächlich noch die ein oder andere Frage. Ich gehe mal kurz nach hinten und überreiche einfach das Mikrofon. Wie werden die Stoffe so weit runtergekühlt?
Die Stoffe werden so weit runtergekühlt, indem man immer mehr Energie aus dem System rauskriegt. Also zum Beispiel kann man das machen, indem man, also wir haben gesehen, Moment, ich habe leider keine sehr anschauliche Folie vorbereitet. Genau, also wir haben gesehen, wenn wir von flüssig zu fest gehen, dann rutschen unsere Teilchen immer weiter zusammen. Das heißt, wir können den Übergang zu einer tieferen Temperatur auch bekommen, indem wir unsere Teilchen immer weiter zusammenschieben. Das heißt, das Volumen, das das Teilchen haben darf, immer weiter verniedrigen und dadurch muss die Temperatur auch abnehmen. Oder um dann noch viel weiter runterzukommen, kann man, wenn wir uns nochmal das Gas zum Beispiel anschauen, das Gas kann sich ja in irgendeine Richtung bewegen und wir haben gesagt, wir bekommen keine Temperatur, wenn oder eine niedrigere Temperatur, wenn die Geschwindigkeit sehr langsam ist. Das heißt, wir können auch entgegengesetzt von der Geschwindigkeit mit einem Laser drauf schießen und dadurch die Geschwindigkeit von unseren Teilchen erniedrigen. Bei dem Laser, wieso würde das dann nicht auch anstoßen, wenn das Teilchen in die andere Richtung geht? Ist das dann wegen Rotverschiebung oder? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wenn man das mit einem Laser macht, dann muss man das immer von vielen verschiedenen Richtungen machen und immer von jeder anderen Richtung, also wenn man jetzt hier einmal entgegen der Richtung schießt, dann wird es einen leichten Impuls in die andere Richtung bekommen. Und dann gibt es einen zweiten Laser, der da wieder dagegen schießt und man nimmt immer ein bisschen weniger Energie, also man reduziert in jedem Schritt immer die Geschwindigkeit ein kleines bisschen. Okay. Das war die Laserkühlung. Gibt es weitere Fragen? Oben auf der Empore, gibt es hier noch Fragen? Bose-Einstein? Nein? Doch, hier ist noch etwas. Da gibt es noch eine Frage. Bitte einfach mal das Mikrofon durchgeben. Danke. Sie haben ja gesagt, dass nur Bosonen Bose-Einstein-Kondens abbilden können, also keine Fermionen. Genau. Wie können dann... Aber Sie haben auch gesagt, dass die beiden Elektronen genau, das kann ich gerne noch mal davon Gebrauch machen. Erklären. Und zwar, genau, also wir haben eigentlich zwei Elektronen. Die Elektronen sind Fermionen und stoßen sich deshalb ab. Beziehungsweise sie stoßen sich auch ab, weil sie gleiche Ladung haben. Und jetzt kann, wenn sich das Elektron aber durch ein sehr kaltes Kristall durchgeht, dieses Elektron das Gitter von dem Kristall verformen. Das heißt, die positiv geladenen Ionen an den Gitterplätzen bewegen sich auf die Bahn von dem Elektron zu. Und wenn jetzt ein zweites Elektron kommt, dann sieht es hier was Positives. Positiv und negativ zieht sich stark an. Das heißt, das zweite Elektron wird nach vorne beschleunigt, das heißt effektiv bekommen wir eine Kraft, die in Richtung von dem zweiten Elektron geht, was vermittelt wird über dieses positive Ion. Und dadurch können die beiden Elektronen sich viel näher kommen, als sie eigentlich dürften. Das heißt, die beiden koppeln aneinander. Und dieses Aneinanderkoppeln ist dann so eine Art Quasi-Teilchen. Also verhält sich dann wie ein Teilchen, der... Man sagt, Fermionen haben halbzahligen Spin, halb plus halb ergibt ein Ganzes, was dann ein Boson ist. Und deshalb, wenn man die beiden zusammennimmt, können sie wie ein Boson sich verhalten und dadurch dann in dieses Bose-Einstein-Kondensat übergehen. Okay, danke. Wunderbar. Wir hätten noch ganz kurz Zeit für eine letzte Frage. Nein, das war keine Frage. Wunderbar, dann... Herzlichen Dank an dich. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Auf Wiedersehen.